So, vierte Folge der Aufnahme vom fünften Stream von Total War Troy. Wir zerstören ganz viel, hoffentlich. Um endlich mal das Machtverhältnis zu kippen. Dabei ist der Angriff gar nicht mal so schlecht gewählt. Ich habe ja erst drei Armeen von ihm zerstört bei mir. Ich glaube, theoretisch wird das Spiel auch einfach so lange gehen, bis mein Allianzpartner halt gegen den Feind im Osten geht. Wenn er halt alle besiegt hat auf unserer Seite. Also es ist halt immer der Deshalb hasse ich eigentlich Wasserkarten in Total War. Weil irgendjemand kommt halt übers Wasser gefahren und sagt, hallo, ich bin jetzt hier, ihr seid jetzt übrigens so gut wie erledigt. Ups, Entschuldigung, da wollte ich gar nicht nochmal rein. Guten Abend, Error. The knife in the dark. The disaffected will be happy to listen. Information is a... Obwohl ich den Irre geführt habe, ist er bis zur nächsten Siedlung gelaufen. Fighting fit! Menelaus of the loud war cry. Move out! I love a challenge. Head the road. I remain undaunted. Tja. Hold nothing back! Das schlechte Wasser im Boden hat schon alles kaputt gemacht. Level this place. Hat euren eigenen Startkräften mehrmals Verstärkung geboten. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte plus 10%. I will not give up. Keep together. I've a wrong to right. Aber Hauptsache keinen Gewaltmarsch machen, weil Gewaltmarsch einfach böse ist. Wasserkarten sind echt Mist. Bei der Zorn Spartas Rom 2 war das besonders nervig. Generell. Ich finde das auch eine Schwäche. Irgendwo. Obwohl ich will nicht sagen Frontlinie. Aber so gesehen, für die KI gibt es eh keine Frontlinie. Die reisen auch an 5 Städten von dir vorbei, um eine Stadt anzugreifen, die halt schwach ist. Nur um dir auf den Piss zu gehen. Juhu! Versammelt die Erbauer und die königlichen Architekten. Ich habe eine Belagerungswaffe erdacht, die unseren Feinden den Ruin bringen wird.
Plus 10% Moral für alle Einheiten. Das ist noch relativ praktisch. Der Belagerungsturm ist übrigens auch der Belagerungsturm für Siedlungen angreifen mit Mauern. Das trojanische Pferd ist nicht nur das trojanische Pferd. Moment, wir müssen noch die Unterstützungstruppe holen. They will be reduced to guesswork. My shady skills are yours. The fates cut their thread. Prove your worth. Into the fray. Raise. Plündern, ausrauben, zerstören. Ach, wenn du Siedlung niederbrennst, werden Belagerungen verkürzt als Fähigkeit beim Helden. Ja, mach mal eben das für die 400 Nahrung fraktionsweit. Ah ja, stimmt. Der hat ja die Fähigkeit, dass wenn der Misserfolg hat, verliert der keinen Aktionspunkt, dann kannst du das immer wieder machen. Solange bis keine Nahrung mehr da ist. Also wenn irre führen, dass der Armeen stoppt. And that's how it's done. Petition the gods for victory. Ich könnte meine Armee noch bestimmt besonders verstärken, indem ich da mal Agenten mit reinziehe. Aber die sind alle eigentlich beschäftigt mit anderen Dingen. Müsste eigentlich wieder sein wie früher bei Attila, wenn du eine Siedlung niedergebrannt hast, sah es aus, als wenn eine Atombombe explodiert in der Siedlung. Also wenn ich einen Haufen TNT einfach in die Mitte gelegt hätte und dann, ja, jetzt musst du mal einfach nur reinlaufen mit einer Fackel. Das Feuer übrigens als Element kam auch nie wieder bei Total War. In Attila war Feuer ein moral zerstörendes Element. Kam aber nie wieder zurück. Weil es fast so unkontrolliert war wie bei Far Cry. Ich glaube, Far Cry 2 war es in der Wüste. Oder 3. Wo du einfach aus Versehen immer Buschbrand gemacht hast. Agamemnon's kin.
Move it. Vengeance. Victory awaits. Keine Mauern. Show no fear. Moin, Warlord. Destroy it. Soon. Ach, das ist die Fraktionshauptstadt von denen. Ist da super. Awaiting orders. Warum ich alles niederbrenne? Weil es so sein muss. Weil ich die Sachen nicht schützen will. Ich will einfach die Stärke des Feindes reduzieren. Weil bei Aufbauen von Siedlungen ist der an denselben Limitierungen gebunden wie ich. Welchen Gott erfreust du im Moment? Hera. The favor of the gods is ever shifting. Nein. Was stimmt nicht mit dir, Odysseus? Immer sind wir die einzigen militärischen Verbündeten. Wäre es nicht witzig, wenn Odysseus eine Konföderation mit mir machen würde? Jetzt zerreißt er wieder das Bild, übrigens. Jetzt habe ich es wieder gesehen in der Aufnahme. Merkwürdig. Prepare the sacred feast. My work. So, du gehst gegen die Armee, weil du da nicht versagen kannst. I cannot do it. Those unhappy citizens are short. Stadtgarnison auch direkt geschwächt. With fortitude. Prove your valor. Strike hard. Moment, nochmal zurück. Kann sie ja gleich wieder belagern. Na, der Agent schafft es leider nicht ganz. Thank you.
prove your worth. Off we go. Nein, du willst nichts tauschen. Don't falter now. Danke fürs Folgen, Steve. Allow me to assist. Oh, mein gelber Strich. Ah, er flieht. So ein Feigling, ey. Der lässt die Hauptstadt seiner Fraktion im Stich. Das ist eine Sache, die jetzt eigentlich fehlt, was eigentlich bei Rome 2 noch gut war. Hafenblockade. Dann konntest du mit der Armee nicht mehr fliehen aus der Stadt. Mit der Flotte. Wenn du die da vorgesetzt hast. Und hier ist ja... Oh, ich habe einen Hafen. Ach, dann gehe ich mit Schiffen einfach weg, wenn wir belagert werden. Stehst du als Belager und denkst, alles klar, tschö. Ab wann kannst du Wasteland 3 spielen? Ab sobald es geht. Aber hier habe ich auch das Tiering so drin. Bin wirklich irritiert. So, ich hoffe, das Tiering ist jetzt weg. Ich kann es jetzt gerade vorne, wo die, also vor der Schlacht nicht testen. Es wirkt in der Aufnahme jetzt besser. Nochmal, Entschuldigung, es waren jetzt einfach viele Folgen, wo Tiering drin ist. Ach, irgendwas ist immer. Was willst du machen? Ist bei Troja ein echtes trojanisches Pferd? Ich habe übrigens ja auch schon gesehen, beziehungsweise gehört, dass die Schlacht um Troja ja Banane ist. Also es ist nicht so eine Endschlacht wie bei Warhammer leider. Das verstehe ich eh nicht, warum die so ein paar relevante Geschichten nicht gemacht haben, wie die Heldenschlachten bei Total War, Warhammer. Was finde ich eigentlich ganz gut gelöst, dass es halt so ein paar Kampagnenschlachten gibt. Oder man macht wenigstens historische Schlachten rein. Gab es ja auch häufig genug. Den Göttern sei Dank. Verstärkung! Belagerungsgerät braucht echt mal eine Reunion. Im Total War spielen.
Damit die endlich mal wieder mehr... mehr Einfluss haben auf Schlachten. Ich würde ja auch Prost machen, aber ich habe leider nichts Alkoholisches mehr im Haus. Eure Leitern stehen an den Mauern des Feindes. Da wird ja gar nichts zertrümmert. Eure Krieger greifen die Tore an. Hungry for glory. Don't hold back. Sind aber auf jeden Fall schon mal bedeutend schneller auf der Mauer als die mit den Leitern. Eigentlich wie ein Würfelturm. Nur, dass du unten was reinmachst und oben kommt's rausgewürfelt. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Ob du dir am Hintern kratzt. Feindes wurden zerstört. Ja, vom Helden und von dem Minotaurus-Kämpfer. Ihr habt den feindlichen Turm eingenommen. Menelaus! Blood! Massacre them! Move up! Destroy the foe! Axis! Awaiting orders! Eure Krieger verlieren den Mut! Hungry for... Go at them! Retreat! For the Achaeans! Don't hold back! Strike hard! Strike hard! Spears! No mercy! Withdraw! Attack! Menelaus! Your fate is sealed! Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen! In Ares' name! Auch wenn du vor denen stehst, schmeiß den Speer einfach in ihn rein. Oh, vielen Dank, Johnny, für dein... fürs Verschenken von 10 Stufe 1 Abos. Vielen Dank, Johnny. Axis! Ihr habt die Tore fast eingenommen. Vielen, vielen Dank. Ihr habt die Tore eingenommen. Du meinst, ein Total War mit Conan-Lizenz wäre gut. Vielen Dank, Johnny, für deine Unterstützung. Danke sehr.
Cold War Warhammer 3 wird entwickelt, hat aber kein Release-Datum. Auch wenn es immer wieder mal auch hier erwähnt wird. Übrigens, wo man die ganzen Axtkämpfer auf der Mauer, also es waren ja keine guten Axtkämpfer, wirklich von den berühmten, ja, Schepisch-Kämpfer wieder zerstört. Meine Kontereinheiten hatten leider was anderes zu tun. Der Feind versucht, die Tore einzunehmen. Ich würde aber gerne mal die neuen Truppen im Einsatz sehen. Deshalb habe ich die Schlacht manuell gemacht. Obwohl ich bei der Berechnung besser abgeschnitten hätte. Wir hätten auch erstmal gewartet, dass die Leute... Ups, Entschuldigung, Schatz. Dass du unter dem Tisch liegst, Mäuschen. Die Stadt besetzt sich. Verdammt. Die hat eine Ausbaustufe verloren dabei. Da hätte ich die doch lieber nicht besetzt. Dabei war ich so vorsichtig mit der Zerstörung von den Gebäuden. Die neue Hauptstadt wurde eine Stadt weitergelegt. Planst du eigentlich den neuen Hero Pack von den Waldelfen zu spielen? Nein, das ist im Moment nichts geplant. Massacre them. Level it. My reputation grows. Forging war. Menelaus of Sparta. Stalwart and true. Tja. Thank you.
Eager for action. Mehr Reichweite für Geschosseinheiten. Ach, du hast noch einen Punkt. Nahkampfabwehr für den Helden. Kannst du dich die Leute anschauen, ob die Warhammer 40k machen würden? Bock wäre bestimmt da. Weil läuft ja sowas schon. I speak to the gods on your behalf. Ich habe gestern Nacht Battletoads angespielt. Ist aber Embargo noch bis 20. Deshalb darf ich keine Bewertung abgeben. Aber sehr cool gemacht. Hat einen guten Humor. Jetzt kommt erstmal was? Es kommt ein neues Battletoads raus. Das ist doch von einem Spiel aus den 90ern. Für Super Nintendo. Ja, es kommt Neues raus. Richtig, Kampftoast. Battletoads. Kampffrösche. Es ist, ich glaube, es wird leben von seinem Humor. To victory. Ein Warhammer 40k wäre bestimmt möglich in Total War, genauso wie man früher gesagt hat, Fantasy Total War wird nicht funktionieren. Weil einfach die Engine diese Effekte nicht kennt oder kann. Ja, jetzt kann sie halt. So, geh mal ein Stück zurück. Ihr müsst euch nämlich ein bisschen erholen. Agamemnons kin. Nein, du wirst natürlich berühmte gepanzerte Schleuderer. Master of necessary evils. Those unhappy citizens are sure to rebel. Those who are a rioting populace is a permanent distraction. Und ihr guckt mal ein bisschen um, ob irgendwo Feindarmeen sind, aber anscheinend hat die KI da gerade nicht so viel Bock drauf. Und ich versuche mal den Einfluss zu erhöhen. So, du bist mitfühlend.
Und du hättest gern, dass Aphrodite uns respektiert. Na, das ist ganz schlecht. Receive this libation and grant me your favor. A well-placed blade can avert a war. Plus 5% Schaden durch das Gift. Herr der Rinde wäre besser, natürlich. Ja, ein Herr der Ringe, also mit offizieller Lizenz von Total War, wäre wahrscheinlich besser. Es gibt zwar das Mod-Projekt. Was dann irgendwann mal so weit ist, dass man es auch vernünftig spielen kann. So, plus 20% mehr göttliche Gunst. I will petition the gods for victory. I invoke sacred favor. I speak to the gods on your behalf. The gods indulge those who show respect. Aber, tja. Anders wäre vielleicht besser. For glory! Ach, da kommt die Feindarmee. Da kommt die Feindarmee. Für Gold mache ich Frieden. Es kommt ein neues Necromunda-Spiel, also Riddick-Universum. So, Aphrodite hat unser Gebet erhört, damit mehr Zufriedenheit entsteht. Tut mir leid, wenn ich Necromunda höre, denke ich immer an Riddick. Erst. I can make no problem go. The disaffected will be happy to listen. Weakening from within. Do not concern yourself with my methods. Companion of Ares! I remain undaunted. Achso, ich kann die Stellung nicht einnehmen, weil ich rekrutiere ja noch. I enjoy solving complex problems. Confusion leads to indecision. Indecision to defeat. Sehr schön. I can make your enemies disappear. So, Weingut nächste Stufe, dann den politischen Einfluss erhöhen. I love a challenge. Ja, die Siedlung will ich alle nicht erhöhen. Bei Riddick sind es doch die Necromonger. Ach. Was auch immer. Du sollst
deinem Imperator nicht widersprechen. Guten Abend, Tomazzo. Ja, Johnny kam einfach vorbei und hat wieder Abos rumgeschmissen. Am Ende ist das mein Vater in Wahrheit, der sich einfach Johnny genannt hat. Aber mein Vater wäre bestimmt jemand, der mit Klarnamen sich einen Account macht hier. Boah, habe ich den versucht, 10-mal zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Twitch und YouTube. Preis Johnny. Stadtgründer. Das größte aller Bestreben ist es, unwiderruflich in die Geschichte einzugehen. War während des Baus von Gebäuden in der Region anwesend. Ja, sieht ganz schön aus. Passt schon. Weitermachen. Versteck dich mal hinter der Stadt. We'll camp here. My actions can advance your cause. Er möchte die Agentenaktion Verrat anpraggern. ...20% Chance eines Gesandten, eine fremde Priesterin zu verhaften. I keep the rituals. Das dauert noch eine Runde, aber die... Nee, die braucht auch noch eine Runde. Nichts mehr zu bauen in meinen Provinzen. Außerdem will ich auf Stufe 5 hochzuziehen. Vengeance. Was ist denn der Unterschied zwischen YouTube und Twitch? Ist doch denselbe... Anbieter nur, ist das dasselbe, nur verschiedene Anbieter? Stimmt überhaupt nicht. Twitch ist sehr auf Livestreaming ausgelegt und YouTube ist eigentlich eine Video-on-Demand-Plattform mit Livestreaming-Funktion. Während Twitch die Video-on-Demand-Geschichten immer weiter eindampft. Du kannst eine Zeit lang auf Twitch sogar Videos hochladen wie auf YouTube. Gibt's ja auch nicht mehr. Haben sie rausgenommen. Those who oppose me meet Hades. They'll be too weak to fight. A well-placed blade can avert a war. Me
People deserve the truth. Well, a truth. Danke fürs Folgen, Fresh Victory. Empire at War, ja, aber es wird leider nicht mehr unterstützt und nicht entwickelt. Es gab aber ein Steam-Release von Empire at War. Irgendwann mal. Und dafür haben sie nochmal irgendwas gemacht daran. Aber es gab nochmal, glaube ich, einen Patch, dass das Windows 10 unterstützend ist. Und dass das nicht mehr, der Multiplayer nicht mehr über GameStop von früher lief. Ich glaube, das gab's. Allow me to assist. A lesson might. What the leaders believe, the people believe. I've a wrong to right. Muss man nicht lieber ganz viel Star Trek Armada spielen? Menelaus of Sparta. Und nur Borg im Multiplayer spielen? Victory awaits. To war. All good. I interpret the will of the gods. Ist ja jetzt, dass die eine Agentin einfach Elektra heißt. Oh, heiß. I will seek divine favor. The gods may be influenced. My request will be offered in all humility. Er macht da auch eine Stufe 5 Stadt draus. So, da läuft unser Allianzpartner rum. Er baut da hinten die Städte wieder auf. Was jetzt nicht so schlimm ist. Into the fray. Ja, hier ziehe ich den mal eben so durch. Oh, danke Xenom fürs Verschenken von Community-Abos von 5 Stück. Vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung. I solve your problems. You can count on me. Urlaubsgeld muss weg. I will not give up. Danke fürs Folgen, Wuschelkopf. That is beyond me. Ach, das ist nur so eine Billigarmee von dem. So, aber nach dem Rundenwechsel würde ich erstmal Schluss machen. Ich bin heute einfach nicht in guter Spiellaune. So wie die Karte aussieht, bin ich eigentlich nicht fast fertig. Mein Kollege macht hier alles. Ich tue dem Feind gerade nur weh. Also hoffe ich. Wobei, lass mich mal einmal in Diplomatie reingucken. Das sind nur einzelne
Okay, der hat sogar vier Regionen, wo auch immer die sein mögen. Ja, nur ganz doofe Leute wollen mit mir Bündnis eingehen. Oder die Konföderation reingehen. Itak hat einfach 66 Regionen. Also Odysseus. Und dann kommt halt Luke hier mit 42. Und die ärgere ich ja gerade. Und Troja ist einfach Stärke Rang 3 mit einer Region. Sollte ich einfach. So, du kannst zurückgehen. Du eben hier oben an die Ecke mit einem Lager. Wobei ich hatte doch gesehen, dass hier oben. Scheiße. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Naja, ich weiß, jetzt muss ich eine Runde weiterspielen. Passt schon. Und wer es einfach wirklich mal hier hinziehe. Und die Insel einnehme, was mir auch die epische Mission sagt. Dass ich vielleicht irgendwann mal die Kampagne auch wirklich abschließen kann. Auch wenn ich das große Ziel nicht schaffen werde. Also Hektor von Troja und Paris von Troja sind ja schon besiegt. Und es gibt eigentlich 12 epische Missionen. Halte zwei Siedlungen, darunter folgende, Knossos und Troja. Besetzt, plündert oder brennt 100 verschiedene Siedlungen nieder. 30 von 100. Da müsste noch viel Feuer gelegt werden. Ich denke mal, du kannst so ein Spiel auch in 70 Runden schaffen oder in 50 Runden oder 60 Runden. Aber ich habe es mal wieder ein bisschen übertrieben. Troja will Frieden mit mir. Kann ich da als Gegenangebot machen, Helena rausgeben? Zeig immer alles. Außer meine Nippel.
Troja erholt sich. So, aber an der Stelle mache ich jetzt wirklich den YouTube-Break. Erstmal danke fürs Zuschauen und lange durchhalten.